Ich bin so gespannt, ne? Sheesh, was geht? Heute gibt's eine weitere Folge Pack Openings und ich habe mir heute einen Special-Gast besorgt, der, ja, beziehungsweise für den ich die Packs öffne. Ja, Zacharia, stell dich doch mal kurz vor. Also mein Name ist Zacharia, ich bin 18 Jahre alt und komme aus der Nähe von Wuppertal. Alles klar, Spaß. Ja, wir haben uns auf jeden Fall hier ein Ultimate Team-Shirt angezogen, ne? Und ich glaube, du hast dir das irgendwie, ich weiß nicht, also wir sind auf Gaunertube gegangen, ne? Wie war das? Ja, also, keine Ahnung, ich hatte Boxer, mir hat 1 Euro gefehlt. Ja, deswegen hatte ich noch das Ding dran. Ja, Spaß beiseite, ihr habt es vergessen, abzumachen. Nichtsdestotrotz, ich bin jetzt hier in deinem Account drin, ne? Und ja, ich hoffe, lohnt sich auch, ne? Ja, ja, es ist mutig, dass du mir das hier anvertraust. Könnte jetzt alles abstoßen, ne? Wenn ich ein Assi wäre. Ja, könntest du, ja. Was haben wir denn hier als Team? Wir haben hier Sané, wir haben hier King, Lukas. Ja, die sind vorübergehend, das wäre jetzt nur, weil ich keinen Verlust machen wollte mit Aubameyang und so. Ja, ist schon kein schlechtes Team. Wen hast du denn sonst? Linker Flügel. Ich hatte da Son, Sturm hatte ich Oba und rechts Salah. Okay, ja, das ist in der Tat stabil. Aber jetzt will ich mir Messi holen und so, weil Messi und Time Finishing, das ist schon krank. Also ich mache eigentlich, ich habe letztens im Footdraft 4 Spiele, 17 Tore, davon 16 Tore Messi. Time Finishing. Das ist krass. Ja, ich kann mir hier deine Draft-Statistik zeigen, weil die ist echt nicht schlecht, ne? Ja, also 149 zu 25 Siege läuft bei dir auf jeden Fall. Aber wir machen auf jeden Fall mal hier die Weekend League, ne? Würde ich sagen. Ja, du kannst auch Division Packs abholen. Die habe ich noch gar nicht aufgerufen. Ah, okay. Also nochmal ein 50k-Pack. Ich habe extra Rang 3 bin ich geblieben. Okay, ja, wir haben ja einiges, ne? Ich gehe auch mal in den Shop rein. Guck mal. Ja, jetzt dauert das hier 100 Jahre. Was für Shop-Katalog wird aktualisiert? Bruder, das dauert jetzt gerade übertrieben lange. Save FIFA abgekackt. Ich glaube, dein Account hat meine PlayStation gehackt. Safe. Das ist irgendein Bug, irgendwas installiert, Alter. Shop-Katalog wird aktualisiert. Server belastet. Der Shop ist momentan nicht verfügbar. Bitte später erneut versuchen. Alles klar, gut. Division Rivals. Wie ist denn so abgeschnitten? Welche Liga bist du? Also ich bin gerade in Division 2, aber das sind noch die Division 3 Belohnungen. Bin extra auf hier in Rang 3 geblieben, weil ich fand, das Pack ist viel besser, dieses 50k-Pack. Alles klar, was sollen wir denn nehmen? Was möchtest du haben? 51k und 125k, also Tradable Packs. Die Tradable Packs, alles klar. Option 2. So, dann Foot Champions holen wir uns natürlich auch ab. Wie lief das? Foot Champions, also ich Elite stand erstmal. Sicher? Ich stand 15-0, dann stand ich 15-1. Ja. Dann ging ich so den Bach runter, so 18-3. Ah. Danach 20-4 und danach war ich auf einem Turnier hier in Witzen. Ja. Und nach dem Turnier habe ich irgendwie alles rasiert. Dann stand ich 26-4. Okay. Also das hat mich nochmal motiviert. Also knapp an der Verification vorbei, aber trotzdem sehr stark abgeschlossen, ne? Auch mit so einem Team ohne Legenden ist schon... Ist schon stabil. Ist auch schwer. Bist du bereit für die Spielerwahl? Wir haben hier jetzt 3 Spielerwahlobjekte. Boah, ich hoffe, man schwer. Ich fange mal an mit der Mitte. Guck mal. Ja, ist okay. Soll ich vorlesen? Ja, sag mal. Okay, wir haben Salah. Wir haben die Marta. Wir haben Martial, wir haben Aleman und wir haben Lala. Martial eigentlich. Schön wär's. Glaubst du mir nicht, ne? Ehrlich jetzt? Sollen wir Lala nehmen? Ja, nee, aber sag mal, glaubst du mir nicht, oder? Martial ist, glaube ich, unglaubwürdig, ja. Was hab ich falsch gemacht in meinem Leben? Warum bin ich unglaubwürdig? Nein, Martial, mein Account hat kein Packlack mehr, nur ab und zu so. Okay, also nehmen wir Lala. Wenn der Martial ist, dann Martial, ne? Digga, ohne Scheiß, dann Martial. Ja, Martial dann. Einfach Martial, Alter. Krank. Du glaubst immer noch nicht, glaube ich. Ja, ich nehme einfach Martial. Hat der einfach Martial, heftig. Okay, nächstes. Nächstes Spielerwahl. Ist jetzt kein Scheiß, wir haben wirklich Martial. Krank. Alter, du hast echt... Tschüss, Junge. Salah, Vecino, Jovic, wieder Lala und Dybala. Das ist mir egal, wer. Ja, möchtest du safe Lada haben, oder? Der hat richtig gute Werte. Ja, doch, hast Lada. Hast du mal angeschaut? Der sieht richtig nice aus. Das kann man nehmen. Wie viel Tempo hat der nochmal? Der hat 86 Tempo. Und sonst Ausdauer hatte der auch gut, Ausdauer. Das weiß ich nicht, aber ich nehme den mal. Ich guck mal, ob ich jetzt hier in die Werte reingucke. Heftig, ey, du hast einfach Martial und Lala. Krank. Ich hätte schon was gedacht, ja. Ausdauer 85. Ja, das ist Maschine. Freust du dich? Boah, Martial ist schon alles, so, weißt du? Ich brauch gar nicht mehr die Packs öffnen. Eigentlich vorbei, ne? Krass. Richtig nice. Und jetzt das Letzte. Ja, das Letzte geht noch. Digga, du hast wieder Lala. Das ist einfach dreimal Lala. Richtig krass. Aber ansonsten der Rest scheiße. Also wir haben Salah, Zheng Long, Onuachu und Dybala.
Na, ist egal, da kannst du irgendwie einen aussuchen. Okay, dann nehme ich mal den High-Rated 81er, den Labella. Was passiert, wenn ich nochmal Lala nehme? Soll ich mal versuchen? Muss mal abstoßen. Ah, okay, nee, dann nicht. De La Bella. Heftig, du hast einfach Martial, Mann. Naja, Sub. Als Sub, ja. Kannst du auch so reintun. Ja, aber ich würde jetzt Messi holen und dann links Coutinho wahrscheinlich. Erstmal nur wegen links so. Okay, nice, Glückwunsch. Dankeschön. So. Nein. Ja? Das war jetzt dein Pick-Luck. Das war, ey, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Letztes Mal, also Player-Picks bisher laufen bei mir, ne? Aber sei ehrlich, du denkst innerlich so, scheiße, warum nicht meiner kommt. Nein, Mann, ich gönn dir das. Ich kann mich nicht beschweren, ich hatte letztes Mal Van Dijk, so, weißt du, was ich meine? So, vorher hätte ich Auge gemacht, so jetzt nicht mehr. Mega nice, mega. Boah, Alter, wie viele Packs hast du denn hier? Nice. Ich würde sagen, wir fangen mal an hier mit einem seltenen Goldpack. Seltene Goldpack, machen wir das als erstes, okay? Ja, ich finde die Packs so scheiße, ne? Ja? Ja, guck mal. Gucken wir mal. Machen wir jetzt auf jeden Fall auf. Okay. Wir haben keine Leinwand. Spanien. Ja, ja, Joaquin. 82er. Von den Packs halte ich eh nichts. Ja, da ist auch echt nichts drin. Gut, unspektakulär. Dann machen wir weiter. Machen wir das nächste seltene Goldpack auf einfach. Gucken wir mal, was jetzt dabei ist. Ob jetzt vielleicht mal Leinwände dabei sind. Ne, wieder nicht. Deutschland, ZM. Juve Kedira. Can. Ich Kedira, Can. Ja, geht noch. Besser als Joaquin. Ja, aber vom Rating her schlechter. Dann machen wir jetzt mal ein krasses Pack auf, oder? Ja, dann 51k-Pack jetzt direkt bis dann so zwischendurch. Alles klar. Seltene Spielerpack, let's go. Stell dir vor, da wäre nochmal Martial drin. Ich will einfach nur mein Team jetzt verbessern. Ich will aber auch wieder. Okay, wir haben einen Inform. Okay. Bundesliga. Wir haben Kaderabek, so. Ja. Da kann noch jemand drin sein. Da kann noch jemand drin sein, das stimmt. 82er Inform auf jeden Fall schon mal. Ah, Baumann und Kepper. Ja. Also das ist krass. Aber Inform, also kann man machen. Würde ich aufheben und dann irgendwann später verkaufen, wenn er steigt. Ja, für SBCs dann einfach. Ah, Mann. Alles klar. Seltene Goldpack, das nächste. Wieder unspektakulär. Das sind, glaube ich, 4 Packs oder so, ne? Irgendwie sind ganz viele. Und seltene Goldset. Ja, wieder nix. Das ist Senegal, das ist Sané. Von Schalke. Salif Sané. Abstoße. Bist du dort, oder? Nein, generell so diese Spieler, die tun schon weh für so eine Belohnung. Mhm. Also, wenn man einfach Food Draft einfach so alles rasiert, dann kriegt man so ein 5K-Pack. Das stimmt. Aber du hast ja noch Alessandrino und Alberto Moreno drin. Ich weiß nicht, ob die gerade was wert sind. Ich guck alles später nach dann so. Ah. Ja, aber sind nicht so viel. Moreno immer so 2K. Also ganz okay. Gut, soll ich eigentlich alle aufmachen? Alle Packs? Ja, alle. Okay, dann würde ich sagen, machen wir ein 100K-Pack auf. Komm. Bist du bereit? Bin ich. Wenn da kein Leinwand ist, dann das Spiel ausmachen. Bitte. Ja, aber direkt vorbei. Komm, hab ich weiter Packlack. Frankreich, Stürmer, Arsenal, Digga, wir haben Lacazette. Ja, Lacazette. Aber der ist nicht so viel wert, ne? Aber Hauptsache Lacazette wäre so ein Benzema mit 2K. Ja. Asenjo, wir haben noch Lingard drin, Smalling, Robertson. Robertson ist, glaube ich, ein bisschen was wert. Der war letztens auf 2,8 oder so, keine Ahnung. Okay, der ist nichts mehr wert, ne. Muss am Ende einfach über 1,1 Millionen haben, so. Ja, das sollte hinkommen, ne? Den Ademas wir jetzt noch ziehen. Jetzt habe ich ungefähr, wie viel, 940, ne? Ja, 940 hast du. An Coins. Ja, dann kann ich jetzt schon mal Messi holen. Nice. Okay, dann machen wir jetzt nochmal ein seltenes Goldpack auf. Nochmal unspektakulär. Aber wer weiß. Man weiß ja nie, ne, bei diesen Packs. Ja, das ist keine Leinwand. Das ist Belgien, RV. Meunier! Ja, yeah, ist auch nichts wert, ne? Nicht so viel, ne. Aber es gibt schlechtere Picks. Immerhin, so 3K ist ja schon wert, ne? Stell dir mal vor, gleich Inform-Pack, Lewandowski. Das wäre krass. Oder noch mal, Martial, würde ich feiern. Ja, den kann man dann diesmal verkaufen, ja. Ja. Am Ende hast du mich geprankt, ne? Komm, er glaubt mir das immer noch. So, nächstes Pack, wir haben hier Malos. Okay. Jetzt machen wir. Sollen wir das Megapack aufmachen? Ja, das ist auch krass, das Pack. Letztes Jahr Suarez. Okay. Und die Baller. Okay, geht los. Megapack. Wir haben eine Leinwand.
Brasilien, ZDM. Lazio, das ist Lucas Leiva. Auch nichts mehr. Nee, 83er ist nicht so krass. Wie viele Packs sind da noch insgesamt? Da sind noch ein paar. 50 K-Sets, auf geht's, zack. Ja, jetzt sagst du Leinwand, mein Gefühl sagt mir so. Pepe Reina. Aber ich glaube, ich bin engagiert, oder? Nachdem ich Martial und Lala gezogen habe. Ja, das reicht mir eigentlich schon. Premium Team der Woche Set 3, 2, 1, let's go. Was für Aleman? Wie viel Rating hat der? 81. Ja, ich bin gespannt, was du dieses Jahr abreißt. So. Vielleicht machen wir es nochmal, nächstes Mal ich Top 100 sehen bei dir. Auf jeden Fall. Letztes Jahr war ich mit 38 Siegen leider nicht in Top 100 drin. Boah, aber ich war zwischenzeitlich auf dem 9. Platz im Februar, also ganze Welt jetzt monatlich. Und dann die letzte Woche kackt mein Internet ab, Unity Media, eine Woche lang war weg. Boah, hör auf. Und dann hast du deswegen, boah, das ist richtig bitter, Alter. Deswegen habe ich aufgehört mit FIFA erstmal nur Fortnite gezockt. Oh, krass, das ist bitter. Ja, merkt euch auf jeden Fall den Namen. Wo kann man dich finden? Also ich habe auch irgendwann mit YouTube, habe einen Kanal und ich streame fast jeden Tag auf Twitch. Alles klar, ist alles unten verlinkt auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, danke dir für die Packs. Danke auch, hat unheimlich Spaß gemacht. Ich hoffe nächstes Mal wieder. Dann nächstes Mal Top 100 Picks. Das ist eine Ansage. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Format findet oder wie ihr das so findet. Ich habe das nur mal gehabt, andersrum, aus einer anderen Perspektive. Da war ich Zacharia und da hat Erne oder Philipp oder so meine Packs geöffnet. Deswegen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal in diesem Sinne. Ciao. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. I kept everything inside me.